Also ich finde schon, dass du lustig bist. Im Ernst? Ja, mein Bruder ist eine kleine Spaßbremse. Aber du bist anders. Irgendwie. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist eifersüchtig. Ich bin doch nicht eifersüchtig. Natürlich, du bist eifersüchtig auf meine Ellenbogen. Das sind Gottesgeschenke, aber du hast bestimmt andere Vorzüge an deinem Körper. Ich bin doch nicht eifersüchtig auf deine Ellenbogen. Was laberst du, Mann? Oh, ich sehe das doch, aber den holen wir eigentlich ab. Na, wir holen meine Stiefschwester ab. Eine Stiefschwester? Digga, seit wann hast du eine Stiefschwester? Warum weiß ich nichts von der? Wo ist denn die gute Schnute? Na, dann kommt sie. Hey! Alles frisch? Ja, alles frisch. Schön, dich zu sehen. Hi, Fremder. Wie geht's? Wie steht's? Ja, es steht gut. Es geht gut. Was? Deine Hose ist nass. Nee, ich habe mich nur versprochen. Ich war ein bisschen nervös, als ich dich gesehen habe. Ist ja schon. Ja, wie auch immer. Lass uns gehen. Lass uns dann gehen. Dann mal los. Da würde ich echt richtig gern mal Nudeln essen gehen. Ihr dachtet schon wieder, ihr Schlingel. Ne? Ich muss jetzt hinterher. Juckt kein. Digga, du bist der Kameramann. Du kannst doch ins Video reinpappeln. Zum Maul. Digga, das ist aber gut. Ne? Komm doch raus. Ja. Und seitdem habe ich 16% weniger Fußbild. Sorry Leute, ich muss gerade was klären. Was denn? Was? Hast du wieder für kleine Mädchen oder was? Ich war nicht für kleine Mädchen. Mein Gott, hier der Kameramann hat reingerufen ins Video. Der soll die Kamera bedienen, nicht ins Video quatschen. Der hat alles kaputt gemacht. Was war das denn? Komm. Nicht unheimlich. Lass uns mal gehen. Ja. Was ist los mit dir? Nelson, komm mal. Ja, ich komme. Komm mal jetzt. Entspannte Bude, Bruderherz. Jetzt muss ich alleine bei unseren Eltern gammeln. Genieß es, ich muss jetzt meine Wäsche selber waschen, alles putzen und mit dem Hund rausgehen. Warte mal, du hast doch gar keinen Hund. Korrekt, aber wenn ich einen hätte, dann müsste ich mich alleine um ihn kümmern. Ja, aber du hast keinen. Das Einzige, was du hast, ist pure Freiheit. Keiner, der dir was sagt, was du zu tun hast. Du bist dein eigener Boss. Ich wohne übrigens auch alleine. Ja, es hat Vor- und Nachteile. Es hat Vor- und Nachteile. Schaut ihr erstmal, ich habe afrikanische Gene, deshalb kann ich so krass singen. Das klingt ein bisschen wie Magie, ne? Wie Magie! Wow, jetzt muss ich mir die Ohren abschneiden. Wow, danke. Sei nicht so gemein, so schlimm war es gar nicht. Ja, ist ja gut. Ich geh dir mal was zu trinken, meine Schwester. Jetzt sind wir wohl alleine. Ja, aber leider nur kurz. Bist du eigentlich... Bist du nervös? Oder warum schaust du, als wäre ich ein Alien? Ich bin nicht schüchtern, ich bin Nelson. Was? Deine Hose ist nass. Okay, ich weiß, der war immer noch nicht lustig. Also ich finde schon, dass du lustig bist. Im Ernst? Ja, mein Bruder ist eine kleine Spaßbremse. Aber du bist anders. Irgendwie. Was zum Teufel macht ihr da? Der Beweis, dass mein Bruder keine Eier in der Hose hat. Die ist beim Waschen eingegangen, du Hexe. Ich mach doch nur Spaß. Dann ist ja gut. Hier dein Wasser. Damn, warum krieg ich kein Wasser? Ich hab auch Durst. Warum bekomme ich kein Wasser? Sorry, Mann. Mies vercheckt. Ich geh zum Supermarkt, aber du kannst dir ruhig vom Kühlschrank was holen. Ich bin gleich da, okay? Okay, dann bis gleich. Ich geh erstmal Bibi machen, ja? Mein Bizeps brennt noch mehr als der Advent. Workout-Teile. Was machst du denn da? Bruder, sieht's denn aus? Ich schaue, ob du klar kommst. Ja, natürlich komm ich klar. Hast du schon mal was von Privatsphäre gehört? Du hast recht, tut mir leid. Aber beeil dich, ja, bis langweilig. Ich beeil mich. Was für ein Vibe. Sorry, ich wollte dich nicht anmeckern. Ich hatte einfach nur das Ich bin dir nicht böse, ganz im Gegenteil. Komm her, ich mach's wieder gut. Okay. Okay, und was machen wir jetzt? Na, knutschen. Na los, worauf wartest du? Oh, shit. Digga, was ist denn los mit dir, Mann? Du hast dich voll erschreckt, Mann. Was ist los? Digga, ich dachte, dass ich mit deiner Stiefschwester geknutscht. Ja, was laberst du? Ich hab keine Stiefschwester. Im Ernst nicht? Nein, Mann. Digga, du spielst ja immer noch Ziegenhirten-Simulator. Ja, Mann, ich krieg da nichts gebacken. Ich nicht? Digga, der Controller ist aus! Ah, ach so, okay. Digga, du bist echt auf den Kopf gefallen!
Das war das Video. Okay. Das war das Video, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank an Naum, vielen Dank an Berlin. Checkt sie auf jeden Fall aus. Unten ist alles verlinkt. Instagram. Folgt auf jeden Fall. Das sind echt coole Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Und ganz wichtig, folgt mir auf Twitch. Ich werde jetzt demnächst auf Twitch richtig aktiv sein. Und was super wichtig ist, es werden jetzt mega krasse Sachen auf euch zukommen. Wirklich mega krasse Sachen. Ich kann noch nichts verraten, aber seid gespannt. Auf diesem Kanal werden krasse Sachen kommen. Und das Wichtigste, es wird bald noch einen Kanal geben. Ich habe schon einen zweiten Kanal, das wissen noch nicht alle. Da könnt ihr mir auch folgen. Aber es wird noch ein Kanal kommen und da werde ich mit anderen Personen zusammen Videos machen. Und es wird sehr, sehr krass. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Möchtest du noch was sagen, Aaron? Nee, ich zocke jetzt gleich das Game von vorhin noch. Ziegenhirten-Simulator? Ja, genau. Ich dachte, du spielst das jetzt nur im Video. Ja, er spielt es auch privat. Ja. Möchtest du noch was sagen? Es werden immer 16% weniger Fußballs. Kannst du auch sagen. Ready? Okay. Und Action. Und seitdem haben wir... Warte. Schön laut. Okay, lässt du laufen? Ja, und Action. Und seitdem habe ich 16% weniger Fußballs. Warte ganz kurz. Mies laut. Du musst einfach lauter reden. Okay. Ja, können wir es auch ändern. Kannst du nicht irgendwie noch näher rangehen? Dann sieht man dich nicht mehr. Kannst du aus der Hand mit schwenken so, dann auf mich, wenn ich rede, dann wieder. Ich kann mit den Lippen machen. Warum kann der so krass singen? Das sind die afrikanischen Gene, das, die Stimme, Stimme klingt wie nochmal. Die Stimme klingt wie. Und Action. Genieß das, ich muss jetzt selber meine Wäsche selber waschen. Ich muss jetzt selber meine Wäsche selber waschen. Ich muss jetzt meine Wäsche selber waschen. Ich muss jetzt meine Wäsche selber waschen. Action. Ich mach's wieder gut. Stehst du auf oder nicht? Nein, nein, du bleibst da. Dam, 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 da, da, dam, da, da. Und dann sagt er, ich bin dein Vater und Luke Skywalker, nein! Oh Mann, Nelson, seit 90 Minuten erzählst du mir irgendwas von Harry Potter, Mann. Bah! Das ist Star Wars, nicht Harry Potter. Ganz kurz, Mann, wir sind beide broke. Besorg uns irgendwie Geld. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Ja, wir müssen uns irgendwas überlegen. Komm. Also, wir können uns diesen Roboter bauen und dann kümmert er sich um unsere Kohle. Ja gut, kennt man ja aus den Filmen. Der Roboter wird dann mies schlau und dann will die ganze Welt für sich erobern. Und dann müssen wir unseren eigenen Roboter töten! Gescheit oder frech! Und du hast ja recht. Aber hast du eine bessere Idee, wie wir an Geld kommen? Und ob ich die habe? Wir klauen ein Baby. Ah, du kleiner süßer Schlinker. Wie geht's dir heute? Ja. Hey. Hallo? Hey, mein Baby! Und dann lassen wir das Baby einfach in der Stadt tanzen. Mitten in der Stadt. Leute lieben Babys. Sie werden spenden wie Sau. Guck. Preparate! Das ist Kinderarbeit, Mann. Das ist Babyarbeit. Außerdem ist das Baby übertrieben hässlich. Ja, du hast recht, aber hast du eine bessere Idee? Und ob? Also, wir nehmen eine super giftige Spinne. Wir gehen in die Bank. Wir rauben dann die Bank aus und wenn sie dann nicht das Geld uns geben, lasse ich die super giftige Spinne raus. Also als Drogen sozusagen. Okay. Ja. Und woher willst du so eine Spinne? Warum geht denn die Tür nicht auf? Die ist kaputt. Na super. Okay, woher willst du so eine super giftige Spinne holen? Was ist, wenn ich die schon habe? Hä? Was ist das? Hä, da ist doch gar nichts drin. Doch, er hat doch gesagt, die ist drinne. Scheiß Spinne! Verdammt, Mann! Ich glaube, wir werden einfach immer broke sein. Oh Mann, du hast recht, Mann. Wir sind todesbroke. Hey, hey, warte mal ganz kurz. Komm mal her. Was? Wir haben eine kurze Frage. Ja? Wir beide bekloppten Mischlinge kriegen sicher ein Geld zu verdienen. Wie können wir das Ganze machen? Kannst du uns einen Tipp geben? Boah. Warum macht ihr nicht YouTube? Bekloppte bringen immer zu was bei YouTube. Als ob. YouTuber! Ja, wirklich, Mann. Als ob ich YouTuber werde, Mann. Da bleib ich über Todesbroke. Ich schwöre. Aber Dings, hast du eigentlich Dragon Ball geguckt? Das ist eine Ding, wo die Tiere gefangen werden mit den Bällen, ne? Das ist Pokémon, Junge. Pokémon, ich meine Dragon Ball. Hast du eigentlich irgendeine Ahnung von diesen ganzen Sachen? Manchmal habe ich das Gefühl, du legst dich.